Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. In der letzten Folge haben wir ganz Chicago eingenommen und machen mit der Kampagne weiter, haben uns an eine Situation erinnert aus der Vergangenheit und machen jetzt einen kleinen Auftrag, damit jemand uns nicht verrät und uns den Bösewichten erzählt, wer wir denn eigentlich sind. So, und das... Dabei haben wir gleich erstmal rausgefunden, dass Aiden ein Lügner ist. Naja, er hat seiner Schwester versprochen, er wird die Leute nicht jagen. Ja, und er tut's trotzdem. Das schwimmen wir einfach eine Runde. Platsch. Los, Hai. Der Chicago-Hai. Die weltberühmten Flusshaie. Ja, von Chicago. Von Chicago. Und, ups. Falls ihr euch über das Geknusper wundert, ich mache gerade was Internetfans super doll mögen. Essen während der Aufnahme. Wie kannst du nur? Ach, ist ja cool. Wie sieht er immer die am nächsten sind, wie sieht er immer gleich an. Und falls sie uns entdecken, dann knallt er sie wahrscheinlich ab. So. Dafür, dass wir andauernd die falschen Knöpfe drücken, kommen wir erstaunlich weit. Ja. Das ist wohl wahr. So. Kommt der jetzt her? Nochmal, es wäre sehr schön. Ständigen Rechtsstreit mit seiner Familie. Ablenken entdeckt. Ortungsliste der NSA. Freelancer. Das können wir dich denn ablenken? Da kommt doch mal anders. Nummer 22, dann sind die Eltern. Was? Und du ziehst die Arschkraft. Überhaupt nicht mit denen reden sollen. Ach, das finde ich auch mal schön, was da immer für Stories dabei rauskommen. So, kommst du jetzt her? Na komm her. Wow! Tja. Ich wollte gerade schon sagen, ich finde es sehr interessant, dass niemand den roten Strahl bemerkt. Ich glaube, man hat gar keine Wahl, als dass man alle töten muss, abgesehen vom Boss. Ja. Okay, na denn. Was soll ich schleichen? Habe ich mir aber ehrlich gesagt mit Jordi auch schon gedacht. Ja, was soll das schleichen? Ja. Aber er sieht ja auch nicht alle. Trotzdem war das gerade etwas überraschend, sage ich mal. Und jetzt nicht damit gerechnet, dass er jetzt schon den Typen erschießt. Ich dachte erst, wenn der zu nahe kommt, aber... Ja... Naja, was soll's. Passiert. Da haben wir einen Lift. Da haben wir noch einen. Das wollte ich jetzt endlich gar nicht. Oh. Da hat er den nächsten ab. Und da hat er den nächsten ab. Und da hat er den. Achso, du musst sie einfach ins Visier nehmen. Ja, und er macht den Rest. Oh, einen gibt's noch. Einen gibt's noch, okay. Ja, gut. Steht offenbar erhöht, also da oben drin wahrscheinlich. Irgendwo, ja. Da, 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 da. Dreht er sich gerade um? Hallo? Ich bin ja gleich um die Ecke kommen, da. Ach, da steht er, ja. Na, kommst du zu uns? Ja, komm zu uns. Ja, so ist wach. Nemo Sancho, Animatronic Arm. Hä? Er hat einen Toten und so. Er kann Verstärkung rufen, hau ihn um. Uah! Ruckelt! In den Schutz des Nebels! Quatsch! Quatsch! Erledigt! Noch mehr. Oh! Okay. Ich werde den Deckel. Schleich, 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 schleich. Da drüben müssen wir hin. Ah, jetzt hat er sie wieder am Visier. Und Mitglied der NRA. Beruf ist ein professioneller Soldat. Ja, was sich hier alles so rumtreibt. Bis nachts. Ja. Ja, Jordi ist irgendwie nicht der... Der Feindfühlige, der tötet lieber sofort alles. Ja, aber vor allem ist er auch nicht der Zielsicherste, der ja gerade immer so drumrum geschwenkt ist. Und hier muss man... Ach da, ein Riegel. Da dann lang. Na gut, theoretisch können jetzt einfach das Scharfschützengewehr nehmen und selber... Aber ach, guck mal, da hinten ist ja sonst... Ja, ich wollte aber sagen, wenn da welche sind, die verstärken rufen können, wir haben keinen Scheingewehr für das Scharfschützengewehr. Heißt, sobald du einen angreifst, wissen die, dass wir da sind. Quatsch! Ja, jetzt kannst du echt darüber laufen. Wir müssen ja nur da rechts rüber. Mhm.
Jetzt gucken. Ja, da ist keiner. Richtung. Schreibt nicht die Rätsel, ja, hat's zum letzten Mal gemacht. Und dann. Wow! Und tot. Hat er ihm gerade ins Bein geschossen. Hallo, Kollege. Hodor. Stop. Who's assigned the prison job? What? Man, I don't know what you're talking about. Lance Brenner. As a family. What are you doing? I'm asking how your family is. Looks like you got two lives going at once, family man. Yeah, the kids are gonna be in college soon. It's pricey for a union rep. Fuck you. Yeah, and there's also the second life. Ghost accounts with a lot of money in them. Hey. Do you know that your name is tied to a whole bunch of cold cases? Das würde ich in deiner Stelle nicht tun. I bet the cops would love a chat. Okay, hold on. You want a piece of the cash? I can cut you in. You're wasting my time. Alright, alright! Fuck. Fuck. Prison job. It's Angelo Tucci. He's running a convoy. It's too late, you'll never find him. Who says I want him? Bet he's got a family in town. Why do you want his family? The fuck is wrong with you? I wouldn't know where to begin. Na, schießt Jordi jetzt nochmal? Helikopter. Sind sie alle Fixer oder dann kommen sie? Wir haben einen Helikopter. Oh oh. Können wir die abstürzen lassen mittlerweile? Na, wir können sie hacken. Oha. Achso, das ist grad. Ich kann gerade nicht bewegen. Der Helikopter schon mal ausgeschaltet. Vorsicht, rechts sehen wir. Ah! Okay, ich glaube, jetzt muss ich kämpfen. Ich glaube auch. Hallo, ich möchte bitte die Waffe wechseln, jetzt. Ah, von der anderen Seite. Oh Gott, das sind viele. Ah! Du Scheiße! Was dagegen, wenn ich nochmal kurz zurückgehe? Nein, ich kann nicht zurück! Oh Gott. Run. Du hörst doch weg. Oh, mit was fallen denn da alles hier? Hallo, du bist nicht da! Du sollst hinter die Röhren gehen! Ich überleg grad, ob vielleicht doch einfach rechts über den Zaun und weg. Boah, sind das viele, Hilfe! Ja, hier kämpfen ist echt ganz schön. Also rechts ist Zaun und dann kommt Wasser. Wahrscheinlich wirklich besser. Oh Gott. Oh fuck. Ah, der Stacheldraht. Ah, scheiße. Kacke. Wenn man da raufkommt, kann man dann über den Zaun springen, glaube ich. Nein, es geht nicht! Auch nicht. Ah! Rauf das hier. Dark Souls Problem! Ah. Oh Gott! Ja, irgendwo da hinten. Weg hier! Da wo ich auch reingekommen bin, das war hier irgendwo. Alter, mit der Heli. Geld aufgesammelt irgendwie? Da! Ist der Ausgang? Also müsste auch gleich ein Boot sein. Auf der anderen Seite. Ah! Oh. Die andere Seite schwimmen und dann ist da ein Boot. Ah! Oh, zieht Jordi auf dich. Ah! Nein, das ist der Heli! Das ist der Heli! Scheiße! Oh. Oh, nicht der Pizzamann gescheitert. Das war jetzt gemein. Okay, Heli vorher ausschalten. Ah, geht auch nur für 15 Sekunden. 30 mit, oder? 15? Oder 30, ja. 15 oder 30 Sekunden. Weiß ich gar nicht, wie wir es hochgemacht haben. Also bis zum Wasser Heli ausschalten und dann zum Boot. Man kann auch den Heli kann man auch erledigen, also den Piloten töten, sag ich mal. Das mach ich jetzt einfach. Genau. Hallo, was? Ach! Ja, aber wenn man nicht durch die Scheiben gucken kann. Der schießt mich denn hier gerade ab! Ja, die von rechts und die von links. Ja, aber ich werde gerade dauerhaft.
Gott, Controller-Steuerung. Kann ich so gut schießen mit dem Controller? Boah. Shit. Wir haben ja noch ein paar. Ach, scheiße. Boah. Hallo? Was war das denn? Was war das denn gerade für ein Kack? Das war das Gras of Death and Darkness. Irgendwie so. Gott! Hört doch alle auf zu schießen, was wollt ihr denn von mir? Ich habe euch doch nichts getan! Glaube ich, zumindest. So, wo ist der blöde Heli jetzt? So, du hast es ab. So, rechts war ein Boot vorhin noch auf jeden Fall. Da hinten. Auf der rechten Seite war auch? Ja, da drüben. Ja, jetzt ist es weg. Da hinten war es noch da. Ich glaube, der hat mich. Oh, ich glaube, der Heli hat mich verloren. Hallo, Angler. Nee, er kommt, er kommt. Nee, noch nicht. Ich glaube, der hat mich gerade echt verloren, weil ich den Heli ausgestellt habe. Entlädt sich. Schnell, schnell. Dann nehme ich lieber gleich ein Auto, oder? Aber da oben auf der Straße fährt einer. Ja. Oh Gott, steig jetzt nicht aus. Nicht jetzt ins Wasser schießen. Ach, so guck mal, die haben gar nicht. Jetzt auch hoch. Was? Aufsitzen? Aufsitzen. Taxiboot, Taxiboot. Boah, ist langsam. Ihr kriegt mich nie. Ich bin viel zu schnell für euch. Ja. Okay. Der Polizeitrick klappt also auch mit allen anderen Gegnern. Ja, Wasser ist echt der Flucht erfolgreich. Ja, ich habe nämlich bei der Review von Angry Joe gesehen, dass man bei der Polizei, man muss einfach nur aufs Wasser fahren, sie können einen nicht mehr verfolgen. Die Helis drehen ab. Ja. Boote haben sie auch nicht. Das funktioniert echt mit allem. Na gut, das heißt, diesen Trick werden wir nicht mehr anwenden. Oh, Terror. Ja, wobei es hier ja okay ist. Mir ist die Wasserflucht ja eigentlich vorgegeben. Ja. Listen, I need to find someone else. This time I have a name. Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay, this morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right, I'll call you when I'm there. May need more help. Ja, da sieht man wieder, alles was man im Netz macht, kann zurückverfolgt werden. Der digitale Fingerabdruck. Ja, jetzt suchen wir den Typen, der den Zeugen schnappen will. Der uns aussagen kann. Ich kann doch nicht fassen, dass Facebook jetzt eine Bank gründet. Was? Na, also Mark Zuckerberg hat beantragt, dass Geld über Facebook irgendwie transferiert werden darf. Mhm. Und hat das Recht bekommen. Das heißt, er könnte jetzt theoretisch, also es können jetzt Geldtransfers ab nächstes Jahr oder so über Facebook gemacht werden. Hm. Ja, und damit hat er theoretisch die Möglichkeit, eine Bank zu werden. Ach du Scheiße. Und ich denke mir, wer würde denn Geld über Facebook transferieren? Also ich nicht unbedingt. Nee. Ich habe echt schon nette Wagen falsch. Aber gut, da ich nicht mal bei Facebook bin. Na. Ja, ich habe da Account irgendwie mal erstellt für Uni und... Keine Ahnung, weil ich zuletzt mal drauf war. Sunrin sieht auch sehr nett aus. Haben schon einige nette Wagen freigeschaltet. Ich glaube den, oder? $15.000 kostet der Sunrin. Na, die sind sehr nett. Ach, die sind alle kosten hier. Hm. Na, ich glaube, die du gefunden hast, die kannst du dir halt kostenlos liefern lassen. Ja, und die man nur so per Hack sozusagen sich geholt hat, die muss man kaufen nochmal. 20.000, wie viel haben wir denn? Ach, wir haben 66.000, komm. Ich finde den Boxberg R1, den ich hier gerade sendet. Oder ist das gerade Fatih? Ja, der kostet gleich 50.000. Nee, komm, nimm den Boxberg. Ein anmutiger deutscher Exot. Mhm. Na Mensch, wenn es ein deutscher Wagen ist, dann... Achso, nee. Ich glaube, du musst ihn jetzt noch ordern. Ach, okay. Jordi, ich möchte bitte den deutschen Exot einmal... Warte. Den hier bitte. Bestellen. Your ride's ready.
Oh, das ist schon wieder so weit weg, was soll denn das? Das allererste Motorrad hat direkt neben uns abgestellt, ohne dass wir das mitbekommen haben. Jetzt die anderen Wagen sind wir so weit weg. Was soll denn das? Trotzdem beeindruckend, dass er Autos einfach auf die Karte bringen kann. Das stimmt. Nee, illegal Filme runter. Wow. Unfassbar. Schicker Wagen. Der hört sich schön an. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen jetzt dahin. Sand im Getriebe. Finde ich aber auch eigentlich eine. Also, weißt du, wir wollen unsere eigene. The notorious neighborhood has suffered a wave of violence over the last few years as members of the Black Viceroys clash over gang leadership. Police officials see no end to the violence. Tja. Ja, also, weißt du, wir wollen unsere eigene Familie schützen, aber wir drohen andere, indem wir deren Familien bedrohen. Ist das nicht auch so moralisch zwielichtig, sag ich mal? Also, Aiden ist da schon sehr, sehr. Also, Aiden hat wirklich seine ganz eigene Gerechtigkeitsphilosophie, ja. Wirklich. So, beim nächsten Mal werden wir dann sehen, wer Sand und Getriebe hat. Naja, die Dame da, die wir jetzt da bedrohen sollen. Dann tut sie mir leid. Die arme Dame. Ja. Oh, guck mal, wir haben hier ein Verbrechen. Und dann werden wir uns das nächste Mal mit Helena Tucci beschäftigen. Mal gucken, was wir aus der herausbekommen, was denn ihren Mann angeht, warum der eigentlich hinter uns her ist. Ja, bis dann, euer Rauton. Und euer The Ramen. Ciao.